Hallo liebe Herbushop-Fans, hier bin ich wieder, euer Thomas. Und heute für euch extra hier die Super Viper mit 12S, also 44,4 Volt, mit einer Gesamtlänge von 1,60, Spannweite 1,50. Hier ist sie fertig, jetzt gehen wir aber an das Aufbauvideo, damit ihr auch wisst, wie man aufbaut. Viel Spaß wünsche ich euch und bis gleich. Noch eine kleine Bestandesaufnahme. Hier sind die Schrauben, die wir für diesen Jet brauchen. Also absolut nicht viel. Ich denke mal, wir werden so zwischen 20 und 30 Minuten brauchen, um die Super Viper aufzubauen. Wir sehen auch echt super alles gemacht. Fix fertig drin. Das ist echt eine coole Sache. Auch hier drin im Board. Alles mit dabei. Alles schon fix gemacht. Echt eine coole Sache. Am Anfang für das Aufbauvideo natürlich sehr wichtig. Bindet schnell den Flieger, also schnell den Empfänger rein, alles einstecken, das Ganze binden, damit sich die Servos mitten können und je nach alles schön einchecken könnt, dass es perfekt ist für den Anfang und ihr am Schluss nicht mehr viel rumschrauben müsst. Wunderbar, wir gehen zum ersten Schritt. Als allererstes gehen wir an den Aufbau der Schnauze des Jets. Das bedeutet, wir können sie hier einfach zusammenstecken. Man sieht hier, hat es vier Löcher, die man dann von hier hinten verschraubt. Also einfach mit den vier Schrauben reingehen, die wir hier haben. Beschrauben. Wer möchte, kann hier noch ein bisschen blank fixieren, würde ich aber nicht tun, denn somit kann man die Haube immer wieder abnehmen, also die Schnauze des Jets, und kann man sie so gut transportieren. Die Schnauze einfach nehmen, hier vorne schön reinstecken, bis sie fix dran ist, fertig. Und jetzt können wir hier nach hinten gehen. Wie ihr hier seht, haben wir diese Schraube. Wir fassen sie hier hinten rein, einfach durchgehen, dann anziehen, bis die Schraube fasst. Und so sollte das dann ausschauen. Von beiden Seiten und fertig ist die Schütze. Der nächste Schritt, den wir jetzt machen werden, ist sehr heikel, sehr schwierig und braucht sehr viel Feingefühl. Das bedeutet, wir machen jetzt ganz klar die Haube auf. Wir nehmen sie hier, tun sie einfach vorne reinschieben, gehen hier hinten hin, wo es einen Klitz hat, tun ihn zurück, tun ihn rein und die Haube ist fertig. Ich bedanke mich und wir gehen zum nächsten Schritt. Das heißt, wir machen das Seitenruder hin und so einfach hier schön das Kabel miteinander verbinden. Dann auf jeder Seite, hier und hier, je zwei Schrauben rein, fertig, kann leihen, Schluss, fertig. Die letzte Schraube jetzt hier noch festziehen und dann haben wir es dann auch geschafft, dass das komplette Seitenruder fertig ist. Fertig schrauben und dann gehen wir zum nächsten Schritt zu unserem Höhenruder. Wir machen uns jetzt daran, das Höhenruder zu befestigen, einfach hier die Servokarre zusammenstecken, hier einfach einführen. Einstecken und von unten her, wie ihr hier seht, von unten her verschrauben. Und fertig ist das Höhenruder, das gleiche auf der anderen Seite. Um die zweite Hälfte des Höhenruders zu befestigen, machen wir hier jetzt einfach diese Aluminiumstange ganz durch, bis auf die andere Seite in den Flügel rein. Jetzt stecken wir hier einfach die zweite Seite mit rein, auch bis zum Anschlag reinschieben. Dann hier einstecken, das Ganze hier schön einschieben und hier einstecken. Und mit den Schrauben befestigen, fertig. So, die letzte Schraube anziehen von unten. Und da seht ihr hier und hier einfach verschrauben. Und fertig ist das ganze Höhenruder und Seitenruder. Passt. Und jetzt geben wir den Hauptflügel und dann sehen wir auch schon was. Für den Hauptflügel nehmen wir jetzt diese Carbonstange, führen sie hier in dieses Loch hinein. Stecken sie hier durch dieses Loch durch. Das Ganze jetzt hier ganz durchschieben, bis es hier auf der anderen Seite herauskommt. Wunderbar, und jetzt hier achten auf dieser Seite, dass man diese zwei Punkte trifft, diese Umfahren, dass man hier ganz schön einsteckt. Das ist extrem wichtig, dass hier nichts kaputt geht, dass da alles schön drin ist. Fertig. Komplett jetzt alles noch die letzte Schraube verschrauben, dann haben wir die ganzen Hauptflügel und eigentlich die ganze Viper fix fertig. Es fehlt nur noch eine kleine Sache und das sind die kleinen Winglets hier. Die machen wir jetzt noch zum Schluss. Kommen jetzt noch die Winglets ran. Ganz eine coole Sache, ihr braucht absolut kein Leim. Die Dinger sind aus Plastik und hier ist es so knallhart gemacht, dass ihr die wirklich einfach hier ranschieben könnt. Bis zum Anschlag hin. Noch schnell gut kontrollieren, ob unten alles gut ist. Fertig sind die Winglets. So, das ist sie, die neue Super Viper von HSD Models. Jetzt ist sie fertig. Wir stellen sie noch ein bisschen ein, testen kurz und fliegen sie dann ein. Viel Spaß, Leute, und bis zum nächsten Mal.